Ich habe gesagt, klatsch doch mal. Es geht ums Klatschen. So, Friends. Hi. Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles erzählt. Auf ein weiteres. Also, Kurzfassung, ihr habt es ja nicht mitbekommen. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber wir haben es jetzt gelöst. Hoffentlich. Und wir haben einen Special Guest today. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Yannick. Ich bin Yannick. Das haben sich sehr, sehr viele gewünscht. Stell dich einfach nicht mehr vor, weil es unnötig ist. Ich habe mich schon dreimal vorgestellt, auch wenn ihr es noch nicht gehört habt. Wir nehmen gerade zum dritten Mal auf. Ja. Ja. Also okay. Here we go again. Also nachmittags also die fünfte Folge. Ja. Genau. Special-Folge. Also, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachmittagsjause mit Uncut. Und Yannick. Ja, Yannick, ja. Stell dich mal vor. Oh Mann. Übrigens, wir filmen, ne? Ja. Das wollt ihr noch erzählen? Also, wir filmen, falls ihr es nicht schon mitbekommen habt. Genau. Heute ist eine Special-Folge, also nicht nur eine Special-Folge mit unserem allerersten Gast, sondern wir haben auch eine Special-Folge mit Video. Wenn alles klappt, seht ihr uns. Hi. Ich sehe aus wie ein fettes Walross. Du siehst aus, ich wollte gerade sagen, du sitzt da wie der Pascha. So zwischen Annas Augenbrauen glänzt so richtig, sieht aus, als hätte sie so eine Monobrau, aber so eine schwarz-weiß-schwarze. Aber ist so, ich sitze wirklich aus, also ich sitze wirklich aus. Wie so der Ghetto-Papa. Ghetto-Papa, ratatata. Okay, ich stelle mich vor. Ja. Ja, okay, ganz kurz, knipp und knapp. Klipp und, na? Knipp. Knick, knack. Knipp und knapp und klipp und klar. Knipp und knapp, sagt man. Ja. Ich bin Yannick. Nein, nee. Klipp und klar. Achso. Oder knick, knack, keine Ahnung. Stell dich mal knick, vor. Knick, knack, du bist dick. Okay, ich bin Yannick von Le Yannick. Yannick Stutzelweg. Die Leute denken sich jetzt schon, Alter, warum lachen die so viel? Was ist zum dritten Mal sage? Wir müssen es echt zusammenreißen. Mein Alter ist ein Geheimnis. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon 70. Nicht was. Yannick hat ein Problem mit seinem Alter. Und ich komme aus Berlin, ursprünglich aus Kaiserslautern. Ghetto, Ratata. Den haben wir jetzt auch schon dreimal gebracht. Ja. Ich sag gar nichts mehr. Ja, genau. Ich habe eine Frage. Yes. Warum Ghetto? Nein, warum so. Le Yannick? Das Ghetto so. Und Le Yannick passt übrigens gar nicht zusammen. Nee. Das ist so sophisticated meets urban. Ja. Ein französischer. Also genau, französisch, das ist ja der Grund. Ja. Also Le Yannick, weil ich bin Viertel Franzose. Ja, genau, hat er vor einem Jahr rausgefunden. Ja, mein Opa ist gestorben, dann habe ich herausgefunden, dass er Franzose war. Ich wusste nicht viel über meinen Opa. Ich dachte, just kidding, rest in peace. Das war so richtig so, mein Opa ist tot, aber Leute, ich habe rausgefunden, ich bin vierte Franzose. Nee, also das fing so an, und zwar 2010 habe ich angefangen mit Instagram. OG-Days, als Instagram noch nur auf Apple war, nur für iPhone oder iPods gab es ja, ich glaube, doch, da gab es schon iPhones. Mhm. Und, also für Bonzen. Für Rich Instagram Kids. War damals nur für Rich Kids. Die sich ein iPhone 3G leisten konnten. Ich hatte konnten. Damals noch gar kein iPhone, glaube ich. Wahrscheinlich so ein iPod. Wahrscheinlich iPod die Touch. Möchte gern, ja. Die möchte gern ein iPhone haben wollen, haben sich ein iPod Touch geholt. Ja, weil der war günstiger. Krass, der hat ja damals, glaube ich, 150 oder so gekostet. Ja, Leo hatte nämlich auch wenn einen. Wenn man sich das jetzt rückblickend anguckt, mittlerweile würde sowas bestimmt bei 600 Euro anfangen. Voll safe. Krass eigentlich, ne? Safe. Aber es kann ja da noch mehr. Aber krass, ja. iPod Touch gibt's nicht mehr. Ja, voll krass. Krass, oder? Ja. Rest in peace. Naja, auf jeden Fall, genau, hatte ich damals ein iPod Touch, habe dann mit Instagram angefangen. Es war nur für Fotografen, ich war damals Fotograf. Und 2011 wurde mein Instagram-Account gehackt, da hieß ich Yannick S., wegen Stutzenberger. Yannick. Das war mein Spitzname echt? Dann auch in der Schule, also voll viele Leute haben mich Yannick genannt. Yannick. Ja, das war irgendwie so das ja, Ding. Nix halt. Ja, ja nix. Wer hat was geht gefragt? Ja, nix. ja. Und dann wurde mein Instagram, Instagram wurde gehackt und voll viele, das war damals so ein artsy Space, so, also Instagram war für Fotografen, für so artsy People, bevor dann die ganzen Stars gekommen okay. sind und die App scheiße gemacht haben. Und dann, es war auch so ein bisschen deeper und alle haben sich so Le La Le genannt, also irgendwas mit einem französischen Vortikel, Artikel. Artikel? Ja. Persönliches Artikel. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also der, die das, bloß auf Französisch. Und dann habe ich mich Le Yannick genannt, ja, weil Yannick ist mein Name, Le, der Artikel.
So, aber so richtig bekannt wurdest du ja eigentlich erst durch Stefanie Giesinger, ne? Die Germany's Next Topmodel. Ich bin GNTM 2014. Ich habe mich verändert. Genau, also er ist der beste Freund von Stefanie Giesinger. Und damals... You feel me, right? Ja. Du bist der von... Der immer dabei ist. Genau, der immer dabei ist. Aber Leute, es ist halt einfach so. Ja, es ist so. Und ich finde, so Leute muss es auch geben. Jemand ist immer von... Man, du bist auch der von irgendjemandem. Anna ist auch noch die von Heidi Klum. Ja, genau. Sag mir mal, wie es ist. Und dadurch bist du eigentlich bekannt geworden. Ne? Also du hast ja damals... Ich hatte davor schon verloren. Nee. Aber so richtig viel. Warte mal, wir müssen schon klarstellen, Yannick hat Steffi die Katze triggert. Ja, ich dachte, du schmeißt das Handy um. Ich sehe die schon, wie die so die Kamera umschmeißt. Und wir alles neu aufnehmen müssen. Mila, hey, Mila. Verpiss dich mal, du Bitch. Echt so. Ihr Spitzname ist Bitch. Also nicht du, Mila, Bitch. Mila, verpiss dich. Die Katze hinter der Kamera. Hinterm Fernsehen. Unser Kameramann. Genau, also ich hatte davor tatsächlich auch schon Follower, muss ich mal ganz kurz erwähnen. Ja, und, warte. Du dich voll so downgraden. Ja, Mann, vor allem, ich will noch dazu sagen, du, also dir kann eigentlich Steffi danken, dass du sie bei GNTM angemeldet hast. Ja, das stimmt. Du warst der Grund, warum sie Germany's Next Topmodel wurde. Voll und krass, nur und sie. Wir hätten es niemals gedacht damals, das ist echt crazy. War auf der Coverseite von Cosmopolitan. Ja, es war noch Cosmopolitan. Und hat sie eigentlich die 100.000 gewonnen? Ja. Was hat sie damit gemacht? Ausgegeben. Keine Ahnung, also nee, man hat... gut angelegt. Das war ja voll schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, also ich darf es erzählen, weil ich bin eh nicht vertraglich gebunden an One1. Das war damals One1, die Agentur von Günther Klum. Let's hate. So, jetzt fängt's an. Vor allem, du weißt es ja durch sie, also durch sie eigentlich, ne? Ich darf nicht sagen, wer mein Informant ist, aber ich habe Informanten aus dieser Show. Okay. Und soweit ich weiß, die Top 3 haben ja, glaube ich, Preisgelder bekommen. Also auch die Gelder, die man dort verdient hatte durch die Jobs wie Maybelline und sowas, das wurde alles wie auf dem Konto gut geschrieben. Mhm. Und du hattest ja danach eine Mindestvertragslaufzeit. Drei Jahre waren es, glaube ich, sogar. Bei uns und über drei. Die 4 Jahre wurde das Geld aufgeteilt. Also du hast dann pro Jahr sozusagen nur 25.000 Euro bekommen. Und diese 25.000 Euro wurden auf die 12 Monate ausgedingst. Ja. Und du hast dann pro Monat Geld bekommen. Aber jetzt kommt der große Clou. Clou? Nein, das glaube ich nicht, das, was du suchst. Ja, so mit Sprichwörtern habe ich es nicht so gemerkt. Der große Etwas, das große Etwas. Wenn du dich rausgeklagt hast, war das Geld auch weg. Ja, genau. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Anna, wo war denn dein Geld? Du hattest doch, glaube ich, die hattest meisten... Du Jobs? Nein. Ja, die hatte die meisten Jobs in du der Staffel. Du hattest Jobs? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Erinnerst du dich noch an Folge 8 in Hawaii, wo du umgeknickt bist? Ich glaube nicht, dass du Jobs hattest. Also, du weißt doch die Folgen nochmal. Nee, keine Ahnung, welche Folge das war. Ich dachte schon, aber dass du dich aber überhaupt so Folge 8 erinnern könnte kannst. Sein. Also bei mir damals war das auch schon so, dass sie es ausgezahlt haben über mehrere Monate. Also bei den Finalisten, bei mir war es ja ähnlich. Also ich bin eben im Halbfinale rausgeflogen. Sad. Aber so. Im Endeffekt, genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht hat sich irgendwie auch Heidi gedacht, komm, die schmeißen wir raus, die Arme. Nicht, dass sie in diesem Knebel flattert. Ja, Steffi, dass sie gewinnen, oder was? Sie wollte dich nur retten vor ihrem Vater. Sie hat mich immer so gemocht. Nee. Aber auf jeden Fall, bei mir war das so, dass ich dieses Geld, was ich in der Show verdient habe, das habe ich so ausbezahlt bekommen, aber das war mit, ich glaube, 70% Abzügen, weil da ja, hat die Sendung ja verdient. Ja, ihr habt ja 20% an ProSieben und 20% an Günther Klum abgegeben. Also 40% genau. Von dem ganzen Gehalt ging ja immer ab. Und dann nochmal 50% Steuern. Also habt ihr im Endeffekt gar nichts bekommen. Eigentlich, ja. Also hast du wirklich, du hast insgesamt, glaube ich, nur so 30% von dem Geld bekommen. Ja, es war wirklich so. Also es war jetzt nicht Und ProSieben viel. Hat ja, glaube ich, sogar 2 Jahre sogar noch Geld bekommen. Also arbeitest du irgendwie, hast du mal für ProSieben gearbeitet? Oder? Echt? So was ja, ich kenne mich auch aus der Schule. Oder warst du Anwalt? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja. Ja, nee, aber bei mir war das ja dann auch so, also obwohl ich Nehmen nicht... Wir drauf, ja. Sorry, ich muss ganz kurz checken, ich habe ein bisschen panische Angst, weil wir schon 3 Mal aufgenommen haben. Ja, also bei mir war das auch so, dass ich mich rausklagen musste, obwohl ich eigentlich ein Sonderkündigungsrecht hatte, weil ich ja zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 war. Ja, genau. Stimmt, aber wenn du unter 18 warst, hast du nochmal irgendwie ein
Dann konntest du, glaube ich, kündigen. Ja, genau, dann konnte genau, man stimmt, mit dem Sonderkündigung. Aber bei mir haben die so lange rausgezögert und haben immer gesagt, irgendwie irgendwelche Formfehler in der Kündigung, bis ich 18 wurde. Da wurde es schwieriger. Hm. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Juhu. Ja. Und habe es auch gewonnen. Ja, also Anna hatte schon viele Gerichtsprozesse vor Barbara Salisch, who? Ja. Ja, aber krass. Crazy. Warum ist eigentlich jede Podcast-Folge irgendwie immer eine GNTM-Podcast-Folge? Es war halt voll die prägnante Zeit in unserem Leben tatsächlich. Ja. Naja, genau. Auf jeden Fall kam dann GNTM. Wir reden mal weiter. Ja. Wir gehen mal die Timeline durch. Dann haben wir uns kennengelernt. 2014 hat Steffi GNTM gewonnen. Dann kam ja Sami Slimani in unser Leben. Der GNTM-Dating-Guru. Genau. Ist man ihn nochmal genannt? Der GNTM... Der sich immer an die Staffelfinale irgendwie ranklammert. Ja, er hat sich immer an die also halt hochgehandelt. Ich wollte gerade sagen, er hatte doch also es haben doch Leute ihn so genannt, der GNTM-Catcher oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber muss man ihm an dieser Stelle danken, nur durch Sammy kennen wir uns eigentlich. Ja. Ja, und zwar... Weil ihr wart mit Sammy befreundet. Genau, und... Ja. Er hat mich gecatcht. Genau, und Steffi und Sammy haben sich kennengelernt. Und dann... gab es dann Annas Geburtstag. Ein Jahr später, wo dann... wo ich Steffi eingeladen habe und Steffi hat dann dich als Begleitung mitgenommen. Genau. Ohne zu fragen. Echt? Nein. Scherz. Hallo, chill mal kurz, ey. War ich ein ungeladener Gast? nee, also wir wussten schon Welcome Bescheid. To my life. Vor allem, ihr warte kurz, das wäre aber richtig krass. Ich will das jetzt mal hervorheben. Richtig cringe. Janik kam dann... Ja, über mein Geschenk sollten wir mal reden. Ja, erstens, ich war 18, 17, ich war noch 17 sogar. Und er kam an zu Annas Geburtstag mit einer Rose. Der Bachelor. Mit einem und einem Armband. Das war so eine richtig lange Rose auch. Ganz komisch. Und ich weiß noch, da waren wir in Stuttgart, waren wir das kaufen, weil das Armband war von Urban Outfitters. Weil ich wollte halt mit irgendwas kommen, weil wenn ich schon auf den Geburtstag eingeladen werde, muss ich ja was bringen. Ja, auf jeden Fall, hallo. Was? Und dann weiß ich noch, waren wir bei diesem Blumending und ich weiß noch, das ist dieser Blumenladen unten in der Königspassage, wo man immer parkt. Mhm. Ja. Beim Bräuninger dort unten, wenn man da reinläuft, das ist doch dieser Blumenladen. Ja. Und da haben wir die Rose gekauft und ich habe noch gefragt, ob ich eine andere Blume kaufen soll oder eine Rose, ob das cringe ist. Und die haben gemeint, es wäre nicht cringe. Also ich fand's cringe. Ich fand's auch cringe. Es hat doch so gefehlt, dass du dich mit der Rose im Mund umdrehst. Ich bin Yannick. Ich bin auch dabei. Ja. Dann mit so einem französischen Akzent. Mal schauen, was wird. Ja, echt so. Ja. Und ich weiß noch, an dem Tag, wenn wir schon bei Geschenken sind, Sammy kam dann an mit einem Geschenk für Anna. Ich weiß auch noch, welches Geschenk es war. Ja, und zwar dieser Affe, der damals seinen Nagellack trocken gepustet hat. Ja. Kennt ihr den noch? Und einen Wasserkocher. Nee, das hat Lami mir geschenkt. Ja, nee, genau. Das war Lami. Ja. Und ich weiß noch, voll viele haben dieses Geschenk von Sammy damals gehatet, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Dieser Affe, wo man so drauf drückt und dann pustet der so lange dann Nagellack trocken. Aber es hat zwar nichts gebracht, aber ich wollte gerade sagen, so witzig ist es jetzt auch nicht. Kennt ihr diese Momente? Das ist einfach nur ein Affe, der pustet. Man so. Denkt sich so. Ja, aber ich fand das so behindert, weil ich mir gedacht habe, du also sitzt der dann Arme, da. Okay, sorry. Aber Sammy guckt jetzt wahrscheinlich zu oder hört zu und denkt sich so, der hat sich so viele Gedanken gemacht. Ganz ehrlich, der lacht jetzt auch drüber. Und der denkt sich so, was für ein Geschenk. Die kann sich nicht mehr dran erinnern. Und ich so, eine Liste geführt. Wer hat welches Geschenk ich bekommen? Ich hab Inventar gemacht. Ich muss mal kurz gemacht. Über Janiks Geschenk reden, über Sammys Geschenk. Die ist so richtig so, die weiß jedes Geschenk von dir, ey. Mir ist gerade eingefallen, Stalker. Ich glaube, ich habe sogar noch Steffis Geschenk. Und zwar war das so eine Katzentasse mit so einem... Ah, das war auch aus eurem Outfit-Tasse. Ja. Krass, mit dem Löffel? Ich habe dir auch mal eine Katzentasse geschenkt, weißt du? Ich habe euch beiden mal eine Katzentasse geschenkt. Nein. Vielleicht war das auch deine. Nein. Doch, ich habe euch mal eine Katzentasse geschenkt, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, das erste Weihnachten oder das zweite Weihnachten. Safe eher dir, weil du bist eher die Katzenperson das als Anna. Das ist bestimmt so direkt nach einer Sekunde aussortiert nein. Und macht sie so nein, das liegt im Müll. Das kann nicht sein. Und dann fahren wir schon. Ich habe voll viele hässliche Tassen im Schrank. Ja, oben die vielleicht. Die waren nicht hässlich. Wow. Ich glaube, nach dem Podcast sind wir nicht mehr befreundet. Jetzt kommen die ganzen Sachen raus. Die war schön, sorry. Ich weiß nicht mehr, die war so grau. Mit so einem Kopf vorne und dann der Schwanz war hinten und da an dem Schwanz hast du sie genommen. Das geht gerade in eine ganz andere Richtung. Hm.
habe mir gerade fast in die Hose gepinkelt. Ich drehe gerade. Es ist so funny. Na genau, erzähl doch mal, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist unsere Lieblingsgeschichte. Also, alle fragen uns auch immer danach. Das ist echt krass. Weil die Verbindung, glaube ich, so verwirrend ist. Weil viele kennen dich durch Steffi. Sorry, ich muss es nochmal highlighten. Nee, es stimmt ja auch voll. Es ist so. Ist einfach so. Genau, und aber trotzdem. Aber trotzdem sind wir so kurze Zeit später eigentlich schon so close geworden, dass wir halt. Wir sind an dem Abend noch sehr close geworden. An demselben Abend eigentlich noch, genau. Das war sehr, sehr intim, der Moment, das erzählen wir gleich. Janik hat Anna angekotzt. Na, hä? Nein, Anna hat nicht angekotzt. Stimmt, Anna. Anna und Janik angekotzt. Warte mal kurz. Alter, kann ich eigentlich auch mal was erzählen hier? Diese Konstellation hier übrigens, in dieser Dreierkonstellation, ist es voll oft so, dass die zwei, die führen ihr Gespräch und ich komme nicht zu Wort. Es Also Anna ist so. Ein Taschentuch. Aber es gibt immer ein Opfer in der Dreierkonstellation. Und ja. Aber ich finde, wir wechseln uns ganz gut ab eigentlich. Ja, finde ich auch. Wir sind wir sind halt die Quatschmacher und Anna ist halt die Ernste. Die Mutter. Die Mutter. Okay, auf jeden Fall. Okay, erzähl. Ich glaube, die Leute waren einfach verwirrt. Fickt euch einfach. Okay, ich sag gar nichts mehr. Nee, warum waren die verwirrt, Anna? Also. Okay, erzähl. Ich glaube, die Leute waren einfach verwirrt, weil wir kurze Zeit später schon so close waren, aber durch die Personen, durch die wir uns kennengelernt haben, waren dann schon gar nicht mehr dabei. Und dann ist es so, hä, wie kommt diese Konstellation zusammen, zustande? Und an meinem 19. Geburtstag, da sind wir feiern gegangen. Aber wie kann es sein, dass du 19 bist? Das war mein 19. Geburtstag. Und du warst 17. Nein, du warst 18. Übertreib. Nein, guck mal, ich bin 1900, jetzt erfahrt ihr mein Alter. Ich bin 2003 geboren, das kann gar nicht sein. 1996 bin ich geboren, wie du. Ich bin 19 geworden und zwei Monate später bist du 19 geworden. Wir haben uns... Genau. Okay, ja, deine 19. Ich war schon 18, true. Genau, ich habe meinen 19. Geburtstag gefeiert in Stuttgart. Wie hieß es nochmal? Perkins Park. In der VIP Lounge. Stimmt, wir waren im Perkins Park. Mein Gott. Ey, das war schon geil. Das war krass. So geil. Ich hatte, also genau, wir hatten sogar eine VIP Lounge, also wir haben uns richtig wichtig gefühlt da oben. Und haben uns richtig besoffen wie die Irren. Also ich habe mich besoffen wie die Irren. Ich wollte gerade sagen, ich war der Fahrer. Ja, es gibt immer ein Opfer. Stimmt. Anna. Okay. Long story short, ich habe irgendwann im die Kontrolle Strahl verloren und habe dann dich und Steffi angekotzt, ne? Ja, mein auf Bein dieser Bank. Und Steffis Schoß. Sie fand dich einfach zum Kotzen. Ja. Und das war dann eigentlich schon das Bad Ende vom Abend. So haben wir uns dann kennengelernt, beziehungsweise du saßt auch leblos auf dieser Bank. Ja, weil alle ich waren, komplett wasted alle war, waren Digga. Leblos, Alter, Steffi. Ich glaube, du hast nicht mal gecheckt, dass ich dich angeguckt habe. Es gab kostenlose Wodka-Soda und sowas. Ich habe getrunken. Ja, das war so kostenlos. Okay, let's go. Ich war bei Sinn, weil ich ja gar nichts getrunken habe, weil, nochmal, um klarzustellen, ich war der Fahrer. Alle waren wasted. Alle lagen rum und waren wie Zombies. Wir waren halt auch noch so jung und da säuft man sowieso so krass. Also die meisten konnten gar nicht mehr tanzen. Drink responsible. Ja, die meisten konnten gar nicht mehr tanzen. Oder Lamia zum Beispiel wurde da hin und her geschubbt. Wir sind doch immer aufgestanden und sind dann direkt wieder umgefallen. Genau. Wir aufgestanden, direkt wieder umgefallen, genau. Weil wir gar nicht mehr konnten. Nee, also ihr wart richtig wasted. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war der Anfang und unserer Freundschaft. Das war im April. Das war der Icebreaker. Genau, weil dann haben wir uns ja einen Monat später, war ja dann unsere Probe. Warte mal kurz, können wir mal kurz highlighten? Wir haben in einer Woche 7-Jähriges, ne? 8-Jähriges. Hey, warum habt ihr das so auf dem Schirm? Ja, an Annas mein Geburtstag. Ach so. Mit Anna morgen Geburtstag. Ja, guten Morgen. Stimmt, da hat jemand Geburtstag. Ja. Genau, weil dann ein Monat oder zwei Monate später wurden wir von einer Brand eingeladen und waren zusammen auf unserem ersten Brand-Trip. Ja, das war krass. Und da ging es dann richtig ab. Da haben wir uns dann so richtig deep kennengelernt. Genau, ja. Und zwar auch nur, weil auf diesem Band-Trip auf Tour gegangen. Hier waren wir The Rolling Denims auf Tour. Auf jeden Fall auf diesem Brand-Trip haben Anna und ich separate Zimmer gebucht bekommen. Und Anna und ich schlafen nie getrennt. Wir schlafen immer zusammen. Und deswegen hatten wir quasi ein freistehendes, leeres Hotelzimmer. Wir haben dieses Zimmer Konferenzzimmer genannt.
Und wir haben das, glaube ich, direkt am ersten Tag benutzt, kann es sein? Ich finde es aber krass, dass wir drei das irgendwie benutzt haben. Ne? Also wie kam es dazu zustande, dass wir zusammen waren? Nee, genau, am Anfang also, war es quasi so ein Zimmer, was so was wir alle benutzt haben, wo wir so, da haben wir so Videos gedreht. Ich wollte gerade sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt noch richtig aktiv auf YouTube und da haben wir Challenges zusammen gedreht. Italian Tags, Candy Challenge und so haben wir auch gedreht. Genau, ja. Wir waren da richtig fleißig. Und man muss dazu sagen, das hat sich als Konferenzzimmer entwickelt, weil, es sind ein paar Dinge passiert. Also was heißt Spill the Tea, aber es war eine sehr angespannte Stimmung in der Gruppe. Ja, voll die angespannte Reise. Es haben sich generell voll viele Grüppchen gebildet. Also es gab, viele haben das auch gemerkt, also Zuschauer. Ja. Könnt ihr euch auch alles noch angucken, weil jeder hat Videos gedreht. Also von jeder Perspektive gibt es sogar Videos. Und es war ja wirklich, wir waren 10 Leute und ich glaube aber 4 Grüppchen oder so. Genau, und irgendwie hatte jeder irgendwie mit jedem seine Issues. Und es war auch so ein bisschen so eine zusammengewürfelte Gruppe. Nee, eigentlich war das schon so die Gruppe, die Main-Gruppe, die. Und ich. Und du. Ja, und also, Steffi war ja auch neu. Ja. Genau, aber die sollte ja quasi integriert werden, weil wir waren ja alle aus einem Management damals. Stimmt, das war komplett, ja, stimmt. Genau. Ja. Und wir waren auch ja eine Freundesgruppe, aber teilweise durch neue Menschen haben sich andere. Nicht ich. Haben oder? Sich andere. Nee, nicht du. Okay. Haben sich andere. Am I the drama? Haben sich andere anders verhalten, als sie sich verhalten, als sie sich sonst verhalten. Auf einmal waren die ganzen anderen Menschen und das war dann genau das, wo wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen ein Konferenzzimmer. So wie sich diese Personen benehmen. Weil wir drei lieben Gossip. Ja, nein. Wir drei lieben doch, das. Doch, eigentlich schon. Ich glaube, deswegen sind wir auch so. Nee, und wir waren halt einfach auch so, hä, wo ist denn eigentlich das Drama? Und dann haben wir uns halt in diesem Konferenzzimmer eingesperrt. Ja. Gefühlt waren wir irgendwie da den ganzen Tag. Ja, hab ich auch gefühlt, jeden Nacht halt auch. Genau, und das war dann immer so, immer wenn irgendwas passiert ist und wir haben das so beobachtet und wir dachten uns so, Konferenzzimmer. Ja, wir haben uns dann immer so angeschaut. Ja, und wir wussten alle drei so, heute so, um 19 Uhr. Termin. Genau. Haben wir direkt. Also, es war schon eigentlich so eine Zeit, die uns schon sehr, sehr zusammengeschweißt hat, muss ich sagen. Voll. Genau, weil du meinst ja auch, also Steffi hat sich anders benimmt irgendwie. Steffi hat sich damals irgendwie anders benommen. Ja. Und Sammy hat sich auch damals so anders benommen. Also es war so wir ganz wir waren aber halt auch extrem jung, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir waren ja wirklich noch richtig, da waren wir noch Teenies. Wir waren ja 19. Manche waren schon 25, aber wir waren 19. Also schon krass. Also ich meine, dass wir so vielleicht anders waren, kann man schon dann dem jungen Alter zu Schulde tragen. Aber würdet ihr sagen, ihr seid anders? Ja, safe. Ich glaube, wir würden jetzt halt, bevor wir irgendwelche Aktionen machen, 15 Mal drüber nachdenken, ob wir das wirklich machen. Und man ist ja viel vorsichtiger mit seiner Wortwahl geworden. Also früher waren wir ja einfach, man hat gar nicht so drauf geachtet, ob das, was man sagt, andere Leute jetzt gerade verletzen könnte oder die Aktion, die man macht, andere Leute verletzen könnte. Und ich glaube, wir sind jetzt schon viel nicht so inklusiver geworden. Also man included Leute mehr, wisst ihr? Ich würde sagen, wir sind immer noch gleich. Also wenn wir zum Beispiel auf Events sind und da sind wir ja auch und machen unser Ding und am Ende kommen wir immer noch in unser Konferenzzimmer und dann reden wir über die verschiedensten Personen. Aber es gibt nicht mal dieses Drama, diese Gruppenspaltung, die es früher gab. Nee, diese Gruppenspaltung nicht. Oder es gibt vielleicht noch eine Gruppenspaltung, aber es gibt keine Gruppenspaltung mehr wegen bösem Willen. Genau, also wir waren ja aber auch gar nicht so richtig involviert. Wir waren eigentlich auch gar nicht so richtig involviert in dieser Gruppenspaltung. Aber wir waren trotzdem das Problem. Aber wir waren irgendwie das Problem, genau. Aber ich check gerade gar nicht, wovon ihr redet. Anna so richtig ich so. War ich da dabei? Ja, genau. Ich weiß noch ganz genau, wie wir uns da aufgeregt haben, weil alles so unnötig kindisch war. Ja, genau. Ja, ja. Aber doch nicht wegen uns. Ja, aber das war nicht wegen uns. Ich glaube, aber die Leute haben gedacht, das ist wegen uns. Nein, das war nicht wegen uns. Das haben wir uns eingebildet. Wisst ihr, was du meinst? Nee, wir hatten wirklich gar nichts damit zu tun. Wir waren wirklich Außenstehende, die das beobachtet haben. Aber am Ende waren wir irgendwie schuld. Das war das Komische. Ja, ich weiß noch, da gab es auch Streit zwischen Steffi und mir dann. Weil sie gesagt hat ja, dass ich mich auch so komisch verhalten hatte. Es gab Streit. Tell me more. Ja, habe ich ja schon erzählt. Ja, natürlich, ja. Aber die Leute nicht. Direkt auf der Autofahrt zurück. Wir sind ja dann wieder angekommen aus Meran, wo wir ja waren, sind dann angekommen und Steffi und ich mussten ja dann von Stuttgart noch nach Hause fahren, nach Kaiserslautern. Und dann schon direkt auf der Autofahrt haben wir ja drüber geredet und dann gab es voll so, es war schon Streit.
Und da gab es ja dann voll Stress, weil wir dann so gesagt haben, ich habe gesagt, sie hat sich anders verhalten und sie hat gesagt, dass ich mich anders verhalten habe. Ja. Dann habe ich gesagt, du hast nur mit denen abgehangen und sie hat gesagt, ich habe nur mit denen abgehangen. Und dann so mit uns. Denen seid ihr. Ja. Aber genau, und so kam das ja. Und ich glaube, das ist ja das Ding, was ich sage, ich glaube früher, wenn man halt kindischer ist, ist es ja auch immer so, aber du darfst nur mit mir abhängen. Mhm. Und ich glaube, so einen Gedanke hat man mittlerweile halt irgendwie auch nicht mehr so. Ja, ja. Verstehe. Doch, also solche Streits. Doch, so Gedanken gibt es immer noch. Ja, solche Streits hatten wir tatsächlich auch mit dem Palmes früher. Ja, stimmt. Auch das Gleiche, ich glaube, du warst auch mal der Grund. Am I the drama? Ja, und ja. Auch damals wegen den Slimanis. Also es ist halt so, man war halt jung und jung, da hatte ja. man irgendwie zu sehr diesen Gedanken so. Freundschaftsgedanken. Genau, das ist so. Nur meine Freundin, nicht dein. Oder keine Ahnung, oder weil man sich halt gut versteht. Voll. Ach, ich denke, das ist auch normal in so einer Gruppe. Also gerade in so einer Gruppe, wo jeder so verschieden ist, andere Charaktere kommen zusammen. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist wie bei GNTM. Aber es war halt auch irgendwie so spicy, weil morgens beim Frühstückstisch, wir haben ja immer alle draußen gesessen und es gab ja nur einen Eingang zum Frühstücksbereich. Und man hat dann immer gesehen, wie entscheidet sich die Person jetzt, zu welchem Tisch geht sie? Und dann, das waren schon immer so kleine Spannungen, weil ich bin dann zu euch an den Tisch und nicht zu dem anderen Tisch. Und das war dann schon so, genau. Ja, und da hat sich dann Steffi hintergangen gefühlt. Wahrscheinlich hat sich gedacht, mein bester Freund setzt sich nicht zu mir. Ich kann sie schon verstehen. Ich kann sie schon irgendwie verstehen. Ich fand das halt cool. Ja. Okay. Secretly, I'm Joe Goldberg. Das Talk ja, da gab es doch auch so Spannungen mit Ischa und so. Also ich glaube, das war generell alles. Das war sehr angespannt. Und so sind wir close geworden. So hat sich das irgendwie auch durch unsere Freundschaft so gezogen, finde ich. Unsere Freundschaft lebt von Drama, oder was? Nein. Willst du sagen, aber, ich bin das Problem? Nein, aber wir haben einfach festgestellt, dass wir Menschen sehr gerne analysieren. Mhm. Also auch wenn wir so irgendwie auf Trips sind. Also wir haben ja echt schon sehr, sehr viele Reisen hinter uns und drei das zusammen gemacht. Das finde ich auch so krass. Ne? Ich denke da so oft drüber nach, wo wir zusammen schon auf der Welt waren. Das ist echt ja, crazy. Also Evil, das war jetzt eigentlich voll die gute Überleitung, weil lass uns mal über unseren allerersten Trip erzählen, außer jetzt Meran. Du meinst dann Domrep und Florida? Ja. Ja, oh mein Gott, der war so iconic, finde ich. 2017 sind wir jetzt. Wir gehen die Timeline komplett durch. 2017, das kommt mir aber noch nicht, es kommt mir irgendwie lange hervor, aber irgendwie auch nicht. Das war vor 6 Jahren. Ja, 6 Jahre, da waren wir auch noch so Babys. Ja. Guck mal, du warst da 22. Da hast du noch fotografiert. Da war ich, genau, das war gerade so der Umschwung, wo ich vom Fotograf zum Influencer ja, wurde. Da hast du noch sehr gerne fotografiert. Und jetzt machst du noch Bilder von... Eine Vorwurfsfolge. Also jetzt macht ihr keine Fotos mehr von uns? Jetzt müssen wir Fotos von dir machen. Ja, damals war ich euer Ich war schon so, ich bin ja auch eigentlich ein bisschen mitgekommen als Fotograf so, oder? Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja. Da haben wir immer... Ja, für Tizeno ist safe, war ich ja, damals Fotograf. Ja, stimmt, da war der Fotograf, stimmt. Das war immer, früher haben immer, wenn so Brands oder so uns eingeladen haben, irgendwo haben wir immer versucht, irgendwie Freunde mitzunehmen und dann haben wir und immer die gesagt... die Fotografen. Genau so, Janik ist unser Fotograf. Ich war wirklich Fotograf, das war noch nicht mal gelogen. Ja, du warst wirklich Fotograf. Ja, ich meine, war auch nicht gelogen, aber es war halt so ein guter Grund zu sagen, dass du mitkommst und dass dir dann halt natürlich, ich meine, das war ein kostenloser Urlaub. Und es ist halt schon krass nach Miami. Also das ist genau, auch schon crazy. Also so mit Flug und voll spontan übrigens, weil wir haben ja doch, weil wir haben doch Domrep gebucht gehabt und wir hatten sogar Rückflüge und dann haben wir voll spontan gesagt, wir kommen noch mit zum Trip. Ach, wir zwei. Ja. Ach so, nach Florida, ja, genau, weil Domrep war ja schon Ewigkeiten geplant. Genau, ja, Domrep, ja. Aber stimmt. Wegen Miami, das war voll spontan. Wir haben mitten beim, nee, haben wir noch dort vor Ort gebucht gehabt, oder? Auf Domrep. Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte damals ja gar kein Geld. Wie habe ich das bezahlt? Ich weiß es auch nicht. Nein, ich glaube, das hat... Nein. Hat das nicht die Brand bezahlt? Nein. Nee, die haben halt nur das Hotelzimmer bezahlt, wo wir zu dritt in einem 1,40-Bett geschlafen haben. Nein, die haben eigentlich gar nichts gezahlt. Weil, ich glaube auch nicht. Nur Anna. Und wir haben quasi nachträglich gebucht, weil wir gedacht haben so, ja, wir haben ja ein Zimmer. Stimmt. In Miami, also war das ja unsere Chance, Miami zu sehen. Ja, also haben voll. Wir quasi, aber die Flüge waren nicht so teuer. Ich glaube 160 Euro oder so. Ja, es war relativ günstig, aber wir haben. Und wir haben einfach Paddy im Stich gelassen. Wir haben aber Rückflüge von der Domrep haben wir schon von Miami gebucht gehabt. Ja. Also wir haben wir sind ja nach Domrep eingeladen worden von dem Hotel. Nee, von. Doch, von der Brand. Ja. Von der Brand und die Brand hat Flüge in die Domrep gebucht, aber zurück aus Miami. Und wir haben nur selbst bezahlt den Flug von Domrep nach genau, Miami. Genau, stimmt. Ja, genau. So war ja, genau, und dann stimmt. ging das nämlich auch vom Geld her, weil ich dachte mir gerade so, wie habe ich mir das damals geleistet?
Ja. Frage ich mich sowieso immer, ich frage mich, wie ich mir mein ganzes Leben geleistet habe, weil ich habe früher schon, wisst ihr noch, in der Schulzeit, wart ihr auch früher so oft essen in der Schulzeit? Nee. Und so? Nee. Ja. Okay. Ich schwöre, wir hatten gar kein Geld dafür, oder? Wir waren broke ass bitches, ey. Ich habe 20 Euro im Monat bekommen von meinen Eltern. Das war mein Taschengeld. Ja. Aber ich habe gelebt, als hätte ich 500 Euro im Monat bekommen. Und ich frage mich immer, wo hatte ich das Geld? Habe ich es geklaut von meinen Eltern? Ich weiß es nicht mehr. Also, ich musste schon mal klauen. Ich habe auch schon geklaut. Ach so. Ach so, das damit auch, ich was zu essen habe in der Mittagspause. Ach so, ah nee, das habe ich noch nie gemacht. Doch, das haben wir auch mal gemacht, weil wir haben nämlich nur 2 Euro am Tag bekommen. Also 2 Euro. Das, also mit Mittagspause. Mit also. Mittagspause. Boah, das ist aber schon krass. Habt ihr 60 Euro im Monat bekommen? Voll krass. Ja, aber eine Brezel hat schon 1 Euro gekostet. So. Die Zwischenpause war schon mal weg. Dann hatten wir nur noch 1 Euro für die Mittagspause. Für diese Mittagspause. Genau. Ja. Und wir haben dann immer auf Trinken verzichtet. Wir haben den ganzen Tag nichts getrunken. Manchmal haben wir sogar vom Wasserhahn, ja, von diesem fragt, Ranzigen ihr in der Schule. Ja. Ja, Mann. Ja. Auf jeden Fall, das war die Zeit, wo ich mir dann Sugar Daddy geholt habe. Leo. Ah, ich dachte gerade so, von der Zeit weiß ich gar nichts. Die Zeit, als ich einen Sugar Daddy hatte, aber der hat immer sein ganzes Kind, das war, der war so ein Kind, der hat ein Kind, sein ganzes Kindergeld als Gold. Taschengeld bekommen. Ja, richtig gut. Ja. Ja. Deswegen musste er mich zu allem einladen. Sorry, ich hatte kein Geld. Krass. Okay, back to. Ich bin gerade da drauf gekommen, aber back to Miami und to. Ja, stimmt. Dominican Republic. Ja. Ja, also Domrep war unser erster gemeinsamer Urlaub und da haben wir, da war Paddy auch noch dabei. Und Paddy ist auch eine Freundin von uns. Eine langjährige. Langjährige Freundin. Ich bin nur ein Influencer-Freund. Yannick ist nur ein Influencer-Freund. Yannick war ein bisschen piss darüber, weil wir in der letzten Folge gesagt haben, Yannick ist ein Influencer-Freund. Aber damit ist einfach gemeint, wir kennen dich also durch erst. Instagram. Ja, nee. Sondern du machst halt auch. Du machst halt auch Instagram. Deswegen. Das war so indirekt Werbung für mich, voll nett genau, von euch. Genau, ja. Yannick auf Instagram. Ja, und genau, zurück zum Thema. Genau, und nach Domrep haben wir dann eigentlich Paddy im Stich gelassen, haben gesagt, Anna hat den Job. Ja, Paddy ist zum Job geflogen. Paddy ist in Paris gezogen. Stimmt, genau. Die mussten, genau, Alter, warum waren die alle so busy und wir nicht? Ja, wir zwei waren die, die immer dabei sind. Ich wollte krass sagen, also Paddy haben wir ja schon gefragt. Während Anna am Strand Kampagnen geshootet haben, waren wir bei Starbucks und bei Shake Shack. Übel, also Anna hat den Job in Miami und wir dachten uns einfach so, geil, kostenloses Hotelzimmer. Und es war mein erstes Mal auch Amerika. Außerhalb Europa und Amerika sogar. Krass, ja. Krass. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, Miami waren wir dann dort vor Ort. Wir haben übrigens in dem Hotel geschlafen, wo One Kiss, Dua Lipa, One Kiss, oder? Ihre erste Dings. One Kiss ist ja mit Calvin Harris. New Rules. Rules, oder ja, New Rules. Ja, genau. Da wurde das gedreht, genau in dem Hotel. Und irgendwie eine Woche später oder sowas. Das war doch ganz crazy. Ja. Genau, und wir haben in diesem Hotelzimmer geschlafen, also nicht in dem gleichen, sondern an einem anderen, aber das war dieses Hotel, genau, und dieses Hotel hatte ein 1,50-Bett oder so und wir haben uns da zu dritt reingequetscht. Und es ging aber voll. Wie haben wir da geschlafen? Wir waren damals so. Keine Ahnung, wir waren skinny. Also, aber immer wenn wir in einem Bett zusammen geschlafen haben, gibt es immer eine Regelung. Du bist immer ganz am Rand, weg von der Tür, Anna immer in der Mitte und ich bin immer die an der Tür schläft. Ja. Hä? Warte mal kurz. Der mittlere Platz ist der beschissenste. Hä? Du wolltest immer in der Mitte schlafen. Ja, weil ich Angst hatte. Ja. Und ich musste dich beschützen, weil ich immer an der Tür. Aber als wir in Jacksonville waren, habe ich an der Haustür geschlafen. Nein. Und du an der Hintertür. Nein. Ich an der Hintertür. Ja. Du an der Hintertür. Oh, die war auch gruselig. Die Fronttür war noch gruseliger. Die Hintertür wurde nur mit einem Baseballschläger zugehalten. Die Vordertür konntest du einfach nur aufdrücken. Und Anna war nur so. In der Mitte übrigens. Ja, wir sind nämlich von Miami weitergefahren zu Leos Schwester nach Jacksonville, die kriminellste Stadt Amerikas. Wollte gerade sagen, nee, es ist in den Top 10 der gefährlichsten Städte der Welt. Ja, überleg mal, wie würdet ihr jetzt hingehen? Direkt erschießen, ey. Alter, wir waren früher so naiv, wir haben uns da gar keine Gedanken gemacht. Sind in den Vorgarten von anderen Leuten haben da geschaukelt, mit denen ihre Schaukel. Die hätten uns einfach erschießen können. Und wir so, komm, wir machen Bilder auf der Schaukel. Ja, vor allem, wir haben das ja dann erst so richtig gecheckt, als die Schwester dann von Leo gesagt hat, dass sobald du auf einem Grundstück bist, also fremden Grundstück bist, der es gehört, darf dich einfach umbringen. Ja, einfach also legal. Das ist crazy. Ja.
Also ich weiß nicht, ob es ja mittlerweile neue Regelungen gibt. Ja, das ist, glaube ich, noch krasser geworden. Das ist so richtig The Purge, nun echt. Aber genau, wir haben da, also Leos Schwester hatte da irgendwie noch ein Haus übrig. Also es war rich. Einfach... Rich. Also es stand einfach leer mit Möbel. Und hat, rich. Echt so. Und hat dann gedacht... In a gated community. Ja, und hat uns dann angeboten, dass wir halt da übernachten dürfen für ein paar Tage. Und dann haben wir einen Roadtrip halt von Miami nach Jacksonville gemacht und haben in diesem Haus geschlafen. Dieses Haus war so gruselig. Es war so ein typisches amerikanisches Horrorhaus. Da gab es ein Zimmer, wo wir die Kleiderschränke aufgemacht haben und da lag einfach ein Baseballschläger und eine Puppe. Ja. Das zwei gruselige Dinge. Und in dem Zimmer war sonst gar nichts. Genau, nur eine Matratze lag da noch drin. Ja. Und kennt ihr diese Häuser? Oder generell kennt ihr das, ich finde, nachts ist es ja gruselig, aber kennt ihr das, tagsüber kann es manchmal auch ganz, ganz, ganz gruselig sein, wenn es so eine komische Stille im Haus ist. Das ist so eine andere Stille. Und da ist so ein ganz komischer Lichteinfall. Ja, und das war in Jacksonville nämlich auch hinten in dem Badezimmer, dem Master Bedroom. Da habe ich... Da war es erstens so still. Das ist so, ich finde, das ist eine ganz, ganz, die Stille macht mir Angst einfach. Ja, und ich finde so Duschen mit einem Duschvorhang, finde ich gruselig. So, du willst diesen Duschvorhang nicht. Er klebt dann schon an dir, du denkst so. Genau. Ja, und du willst so, wenn du duschst, dann versuchst du deine Augen offen zu halten. Genau. Duschen. Also ja, das war... Die Seife läuft rein, das war wirklich, ja. Das war echt voll gruselig. Also wir haben auch gar keine Türen abgeschlossen, war uns scheißegal. Wir dachten uns so... Damit man die anderen Personen noch hören kann. Ja, stimmt, wir haben die Türen offen gelassen, wenn man geduscht hatte, weil wir so Schiss hatten. Ja, ja. Weil wir hatten so Schiss, dass wir gar nicht in den Schlafzimmern geschlafen haben, sondern wir haben die Matratzen, wir haben so Matratzenlager gemacht. Ach, und haben einfach die Matratzen ins Wohnzimmer gestellt und haben einfach auf dem Wohnzimmerboden geschlafen. Und um die Matratzen haben wir die Couch gestellt, Stühle gestellt, dass falls jemand kommt, aber wir hatten gar keine Panik oder so. Wenn er die Stühle wegschiebt, so panisch waren wir. Ja, genau. Und so ich Opfer musste einfach außen schlafen. Ich auch. Und dann muss man dazu sagen, ich glaube, da kommt dieser Gruselfaktor auch nochmal. Wir hatten kein WLAN und wir hatten auch kein Fernsehen oder so. Wir konnten nicht mal Fernseher laufen lassen. Das heißt, wir haben dann so ein Automat, von einem Automat DVDs ausgeliehen. Lieblingsgeschichte. Ja. Und dann, also ich bin eh schon ein Schisser. Bei diesen DVDs war ich so, ja, lass auf jeden Fall was Fröhliches nehmen. So, dann habe ich mir Trolls ausgesucht, das weiß ich noch. War nee, das Finding Trolls? Nemo. Finding Dory. Ah, Finding Dory. Genau, Finding Dory. Und ihr wählt einfach so Blair Witch Project. Ich dachte mir so, guck, der soll richtig gruselig sein. Ich dachte mir, okay, wir haben ja eh schon voll Schiss und, in diesem Haus. Und wir haben uns nicht mal getraut zu kacken. Nee, aber noch schlimmer, wir haben noch einen dritten Film ausgesucht. Echt? Gun Girl. Oh, echt? Oh, krass, den haben wir nicht geguckt. Ne? Doch, wir haben den geguckt, du bist eingeschlafen. Ich und Anna also ich auch. Ich hab den gar nicht geguckt, ich wollte den gar nicht gucken. Ja, ich hab so richtig seid, so. Also, ich hab alle Filme geguckt, Leute. Ich hab auch alle Filme geguckt. Also das war doch noch geguckt. Das Ding, ihr seid eingeschlafen. Du bist auch mal mit der Gun Girl eingeschlafen und ich musste dann Finding Dory danach reinmachen. Nein, falsch. Wir haben Blair Witch Project geguckt und dann seid ihr eingeschlafen. Ich hab noch geguckt, dann bin ich auch eingeschlafen. Und dann kam mich dieser, dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und dann kam dieser gruselige Abspann von Blair Witch Project, nur noch diese Musik. Ja, das war nämlich das Ding und ich war dann wach und ich weiß noch, dass ich hab den Film auch gesehen. Krass geschwitzt habe auf einmal, weil ich gedacht habe, diese Gruselmusik und ich habe so unter der Decke gelegen, habe nur die Gruselmusik gehört und habe mich so krass darauf fokussiert und war dann so irgendwann so, ist es so gruselig. Und dann bin ich unter der Decke, bin ich so vor an den DVD-Player und habe dann auch zu Finding Dory gewechselt, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas Gutes gucken, ansonsten kann ich nicht einschlafen. Und du hast da so geschlafen, so voll entspannt und ich habe mir so, wie kannst du schlafen? Ja, nee, ich habe mir so richtig Leverage Project, aber das Ding ist ja, vor allem, das war, jeder durfte sich einen Film aussuchen, wir so gruselige Filme und Anna dann so Finding Dorian, das war eigentlich so unser Lifesaver. Echt so, damit man vergisst, was man vorher gesehen hat. Sie war schon damals die Mom. Nichts. Warte mal, wir hatten schon einen richtig komischen Moment. Also, weißt du im noch, Haus? Wo wir, ja, im Haus, da waren, wir haben einmal so Filme geschoben, weil wir gesagt haben, habt ihr das gehört? Ja, in der und Garage. Dann hast du gerade gezwungen. Ja, dann hast du gerade gezwungen zu gucken. Du hast mich gezwungen. Und wir so. Karl ist ja auch die Älteste. Ja, ich so. Und dann musste sie schauen, ob in der Garage was ist. Ja.
Und also wir haben so richtig dumme Filme geschoben. Also es ist gar nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Alles einfach einen gruseligen Vibe dort. Ja. Und vor allem, kennt ihr das so, also die Schwester von Leo hat uns dann immer gefragt, und wie ist es so im Haus? Und wir so, it's wonderful, it's so beautiful. We love American houses. Und in echt so, voll die Filme geschoben mit dem Scheißhaus, Alter. Übel. Muss auch dazu sagen, da waren auch so Löcher an der Wand, das sah aus wie Schusslöcher. Also, waren wahrscheinlich auch Schusslöcher. Also. Ja, wahrscheinlich. Sie wollten das Haus ja auch unbedingt loswerden. Das kam ja noch dazu. Es war eine gated community. Aber es war so eine gruselige gated community. So die Nachbarn die haben sich hätten nicht noch Hallo leer stehen gesagt. Können. Ja, genau. Das war so das war schon gruselig. Komischer Vibe. Apropos gruselig, wir hatten da auch noch einen anderen gruseligen Moment. Und zwar waren wir in Miami. Und jetzt kommt Katz Lieblingsgeschichte. Ich schwöre, jetzt das hat tut Katz sie uns wieder so richtig rassistisch darstellen. Ja. Nein. Komm, schieß los. Und zwar wollten wir zum Ocean Drive laufen von unserem Standort. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Und eine Dreiviertelstunde vom Ocean Drive entfernt. Nochmal ganz kurz zu. Nur kurz, um dieses Szenario mal richtig darzustellen. Wir waren, ich weiß gar nicht, wo wir waren, und wir wollten dann zum Ocean Drive, weil es war Spring Break. Ja, Ocean Drive ist so das Zentrum. Kat war unser WLAN, du hattest ja Internet und hast dann halt geguckt, wie du ungefähr laufen musst. Ja. Und hast gesagt, ist nicht so weit, können wir laufen. Und wir dann so, okay. Ja, 1,2 Kilometer. Wir aber auch durch die ghettoigsten Nachbarschaften das gelaufen. Das waren ganz normale Nachbarschaften. Nein, waren es nicht. Waren wirklich, waren es normale Nachbarschaften? Es war dunkel. Es war dunkel, es war Ghetto und wir waren 19 mit einer Anführerin, die 21 war oder 22, die uns zum Ocean Drive schnell leiten wollte. Eine Dreiviertelstunde, okay, jetzt weiter. Also wir laufen da ganz gemütlich und ich so, Leute, wir sind hier richtig und du schon die ganze Zeit, Kat hat keine Ahnung. Und dann nicht habt nur schon, ich, Anna auch. Ja, und dann habt ihr so, also Kat hat gar keine Ahnung, Anna so, ich glaube, wir sind hier nicht richtig und ich war die ganze Zeit so am Verteidigen. Ich so, hä, doch, ich habe geguckt, wir sind hier richtig. Und wir sind da gelaufen und auf einmal saß so ein Mann. Er war obdachlos. Nein, das war, glaube ich, der hat da, glaube ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat einfach ganz normal gewohnt, auf jeden Fall. Er direkt so, Pella. Nein, aber er lag auf dem Boden. Nein, der saß er auf saß der Treppe. Auf der Treppe mit seinem Skateboard. Nein, ich habe ihn. Was hast du denn für eine Erinnerung? Ich habe ihn auf dem Boden liegend in Erinnerung. Nein, der saß auf der Treppe. Und wenn zwei das sagen können, dann stimmt das auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht saß er auf der Treppe. Auf jeden Fall saß da ein Mann auf der Treppe. Und der war, glaube ich, am Handy auch. Ja, okay, chill mal noch ja, als ist doch egal. Ja, wenn er am Handy gewesen wäre, Quatsch. Warte mal kurz, ist doch egal, ob er am Handy kein war. Kein Obdachloser auf jeden Fall. Okay, ich erzähl's egal. Weiter. Nein, ich erzähl's weiter. Auf jeden Fall haben Jana und Janik diesen Mann schon von Weitem gesehen. Niemand sonst war auf dieser Straße. Ja. Wir waren die Einzigen auf dieser Straße mit einem gruseligen Vibe und es war sehr dunkel. Eulen haben so geschrien, so. Und die Laternen waren so richtig weit voneinander entfernt. Und haben so geflackert. So, also in meinem Kopf war ein ganz anderes Szenario. Es war im Hintergrund eigentlich hat man sich schon so gesagt, puff, puff, puff. Nein, es war ein fröhlicher Vibe. Fröhlich. Das weiß ich ja, dass du dich selbst Hallo, anlügst. Jetzt erzähl okay. Das Ende. Ja, wenn ihr die ganze mich unterbrecht. Sorry. Auf jeden Fall sind wir dann an diesem Mann vorbeigelaufen. Die beiden schon richtig Schiss gehabt, ja. Haben sich schon so, so hinter mich versteckt. Und dann. Wir hatten wirklich Schiss. Warte. Passt auf. Ja, erzähl kurz zu Ende, dann damit ich meine Sichtweise. Ich muss auch noch was dazu erzählen, noch eine kleine Ergänzung gleich. Okay, passt auf. So, dann steht dieser Mann auf. Direkt, als wir vorbeigelaufen sind. Janik rennt um sein Leben. Schuckt mich nach hinten zu dem Mann. Anna rennt hinterher, weil sie Panik bekommen hat, weil Janik panisch wurde. Ich bin über die Straße gerannt. Und dann verstecken die sich da hinterm Auto. Und der Mann ist einfach ganz normal aufgestanden und ist weggelaufen. Ich bin Skateboard gefahren, dachte ich, geht zum Skatepark. Also keine Ahnung, was ihr habt. Aber vor allem. Aber ich dachte mir in dem Moment, ja. Ja, also das Ding ist, also man muss dazu sagen, Miami ist halt eine sehr, sehr gefährliche Stadt. Hör da zu. Werden jeden Tag sehr, sehr viele Leute auf der Straße erschossen. Ja, man muss mich auch dazu sagen, weil das war an dem Tag, wo wir erfahren haben, wo doch noch morgens im Radio kam, genau, dass in Downtown Shooting. Drei Menschen erschossen wurden. Genau, da, aber dann ist es eigentlich noch trauriger, weil mir ging es gar nicht darum, dass ihr panisch aufgestanden seid und dem Mann und Angst hattet vor diesem Mann, sondern es ging mir darum, dass es in so einem Ernstfall schuckt ihr mich einfach ins Feuer, ja? Also, ich habe das nicht geschuckt. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich geschubst habe. Doch. Ich glaube, ich habe dich aus dem Weg geräumt.
Ja, genau das Gleiche. Da hört's bei Freundschaft auf. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und darüber war ich eigentlich nur schockiert, dass in einem Ernstfall. Da bin ich auch nicht stolz drauf, es tut mir leid. Falls irgendwann, also der hätte mich mitnehmen können. Aber und du dachtest so, tschüss. Wir hätten dich dann aber wieder geholt. Ja, same. Ihr habt dich hinterm Auto versteckt. Das wäre so Outer Banks-mäßig. Weißt du, wir dann so, oh nein, Kat wurde geklaut. Wir müssen sie finden. Aber ja. Guck mal, der arme Mann, was der sich wohl gedacht hat. Der dachte sich dann irgendwie so, ihr Opfer, Alter. Wie, der steht nur auf und auf sieht man einen 1,94 Meter großen Mann. Schreiend wegrennen. So ein Lauch, so ein Spargel. Schreiend wegrennen. Ja. 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 Key Memory. Iconic, das war wirklich eine Key Memory. Genau, aber das waren alles Sachen, die uns noch mehr zusammengeschweißt haben. Ja. Also der Trip ist wirklich, ich weiß nicht, wie oft wir schon über diesen Trip auch geredet haben. Der ist unvergesslich. Übel. Ich glaube, da waren wir auch so zum ersten Mal schockiert über andere Influencer. Wisst ihr noch, da war eine Influencerin dabei, die hat irgendwie alle Mitarbeiter und so. So eine italienische, oder? So eine italienische Influencerin. Nicht Chiara Ferragni. Aber sie hat sich aufgeführt wie so eine Naomi Campbell. Mhm. Ja, genau. Und sie hat so alle richtig wie Dreck behandelt. Das fanden wir auch krass. Und das fanden wir so krass, weil wir das noch nie so erlebt haben von anderen Influencern, dass die so richtig krass sich gefühlt haben und so. Ja, so Calltime war morgens um 10, alle waren 9:30 da und dann war so, hä, wo ist sie, wo ist sie? Und sie kam dann erst um 12.30 Uhr oder 1 Uhr zur Mittagspause, oh, sorry guys, I was having a party yesterday und alle waren so, dein du bist Ernst? Hier für einen Job, Digga. Ja, genau, so das hätte ich mich niemals getraut. Ja, das war echt krass. Und wir natürlich wie so Geier haben das alles analysiert und direkt so Konferenzzimmer. Und wieso hätten die lieber uns gebucht, weil wir waren nur die Mitbringsel. Genau, ey, Leute, muss man auch sagen, die haben uns da schon scheiße behandelt. Wir durften nicht am Mittisch mitessen. Wir mussten einen extra Tisch haben. Ja. Ja, da habe ich mich aber auch schon sehr also die haben uns wirklich wie Dreck behandelt und wir dachten uns so, wir haben uns dann auch aufgeregt, wir sind auch Influencer. Ja, wir haben viel mehr Follower als die. Das war schon krass, aber ich finde es einfach auch asozial. Ich fand es auch assi. Wir durften, da war der große Tisch und dann mussten wir einen Tisch Platz lassen und an dem nächsten Tisch durften wir dann sitzen. Ja. Wir können auch einfach dabei sitzen. Und vor allem nicht immer so, könnt ihr noch wenigstens noch zwei Avocado mehr Brote mehr bestellen? Ja, so, voll. Sorry. Ja, also ich meine, es geht gar nicht darum, wie viele Follower man hat oder wie wichtig man ist. Egal, ich find, wer wir gewesen wären. Genau, egal, wer aber gewesen wir sind schon wär. Die Wichtigsten. Nicht. Ich will es dir nochmal klarstellen. Ich finde, das ist einfach, also aus, nicht Anstand, aber halt, das macht man einfach nicht. Macht man nicht. Man behandelt also, Menschen einfach nicht so. Und vor allem, Yannick wurde ja noch als Fotografen eigentlich ausgenutzt dann. Stimmt, genau. Und meine Bilder wurden sogar benutzt. Genau. Ich hätte aber nicht verklagen können. Ein Avocado-Brot haben die dir nicht gezahlt. Stimmt. Nicht, weil die einfach doch, dabei doch. War. Dann, einmal? Als doch dann aber dann das so dann klar wurde, dass ich dann als Fotograf da bin, dann war es ja okay, dann durften wir auch mit dabei sitzen. Weil in dem einen Restaurant, wo wir dann Ocean Drive dann waren, da haben wir doch dann mit den Portugiesen zusammengesessen. Stimmt, da aber, das war okay. Aber das war dann auch so gequetscht. Ja, erst nachdem wir ausgenutzt wurden, dann war es so, okay, ihr könnt doch mit uns sitzen. Ja. Ausnutzen, das ist eigentlich auch so ein gutes Thema. Wir wurden echt schon sehr oft ausgenutzt in dieser Branche. Aber auch einfach, weil wir zufrieden sind mit dem Kleinsten. Ja, und weil wir uns so auch ja, nein, wir sind auch so. Zu nett. Also egal, auf welche Veranstaltung wir waren und die gesagt haben, hey, könnt ihr einspringen oder könnt ihr das und das posten oder könnt ihr hier als Moderator agieren? Wir so, ja klar. Wann mussten wir denn als Moderator agieren? Irgendwas anmoderieren. Bei vielen so mussten Videos. Mussten wir das? Wo? Ja, wann echt? Waren wir mal Moderator? Ich musste das voll oft schon machen. Ja, du. Sprich nicht für uns. Hä? Okay, egal. Warte mal, wann musstest du mal was anmoderieren? Hä? Ich meine jetzt bei Videos, random Videos auf Instagram oder auf in der Story. Ach so. War das so, könnt ihr das anmoderieren? Und man also viele Brands waren dann halt so, die wissen, okay, wir sagen die da auf jeden Fall safe. Nicht nein. Ja. Ja, und wir haben dann halt immer ja gesagt, aber weil es uns auch wirklich nichts ausgemacht hat, das alles zu machen, weil wir einfach so dankbar waren, da dabei zu sein. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt ein paar Two, oder? Es gibt, wir könnten noch 18 Stunden reden. Das ist voll krass, wir reden schon seit 55 Minuten. Guck mal, wir sind erst bei unserer Freundschaft, bei der Timeline, noch erst am Anfang. 2017, wir haben noch 5 Jahre, 6 Jahre. Es ist echt so wir könnten mal noch über unser WG-Leben auch reden, weil ich habe mal hier gewohnt, 3 Monate.
3 Jahre. Es kam uns vor wie 3 Jahre. Ja. Ja, das kam wirklich vor. Aber deswegen, ich würde sagen, wir machen einfach ein paar 2, sonst explodiert springt hier. Springt das den Rahmen. Springt das den Rahmen, genau. Explodiert. Explodiert also, die Wohnung. Wir haben es echt gar nicht mit Sprichwörtern. Bitte lasst es einfach. Hört einfach auf damit. Ich finde es schon krass, wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt. Ja, echt so. Vor allem, ich denke mir so, die Leute stört es bestimmt, weil wir uns die ganze Zeit. Du hast einen Popel in der Nase. Ey, ich spüre den schon die ganze Zeit. Und ich denke die ganze Zeit. Oh, nochmal neu aufnehmen. Also einfach so 50 Minuten. Also. Popel in der Nase. Was wollte ich sagen? Ach so. Ich habe mir gerade die ganze Zeit so gedacht, die Leute nervt es bestimmt, dass sie uns die ganze Zeit reinreden, aber so sind wir in real life auch. Wir reden uns die ganze Zeit rein, wir beenden den Satz von dem anderen. Ich warte, bis du fertig bist, dann rede ich erst jetzt weiter. So unnötig. Ich würde dich auch gerade gerne reinreden. Weil aber auch wir so 1000 Themen im Kopf haben. Und während du dann das eine Thema schon anfängst, habe ich schon das nächste Thema im Kopf. Während ich das Thema berede, hast du dann das nächste Thema im Kopf. Und wir wollen so viele Themen wie möglich halt auch abarbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Und ja. Vor allem, ich glaube, sobald einer nur macht, sagt man so, ich weiß schon, was du sagen willst. Mhm. Aber normalerweise, also meistens immer was anderes. Ja, aber wir Telepathie nee. Haben. Ja, also ich glaube auch, also wir denken sehr, sehr oft gleich. Also wir gucken uns nur an und wir wissen eigentlich schon, was der andere denkt. Okay. Nichts gerade. Ich habe wirklich noch nichts gedacht. Ja. Oh mein Gott! Kann man an nichts denken? Ja, ich habe an nichts gedacht. Ja, nix. Ja, nix. Wir sind so unwitzig. Oh mein Gott! Also ganz ehrlich, ich habe mir die letzten Tage dick und doof angehört und da werden aus 10.000 Dad-Jokes gemacht und ich immer so, übrigens ich auch ein anderer Dad-Jokes. Podcast. Liebst du Dad-Jokes? Ja, wenn es um andere Podcasts geht, auch 2.30er, sorry. Ich muss kurz Werbung. Werbung machen für Melly und Flow. Melly und Flow, ja. Flow. Genau, also falls ihr noch jemand anders hören wollt als unsere unnötige Scheiße, die wir hier labern. Es gibt noch andere, die noch unnötigere Scheiße labern. Melly und Flow, shout out. Oder dick und doof, shout out. Oder dick und doof. Ja. Und wir haben uns wieder voll reingeredet. Ich glaube, ich rede voll oft rein. Ich glaube, ich muss an mir arbeiten. Nee, ich rede auch voll oft rein. Vielleicht also geht Part 2, gehen wir dann vielleicht mal in die Tiefe und dann machen wir so ein Selbstfindungsding, was wir an uns verbessern können. Ja, also ich rede auf jeden Fall voll oft rein und ich merke es voll, wenn Anna so mich einfach nur so still anguckt, ich denke mir so, warum sagst du nichts? Hey, nee, ich denke nichts, ich gucke dich nur an. Ja, ich weiß, aber du in Annas siehst. Kopf ist einfach so leer so. Ja, aber Annas Blick sieht so aus, so von wegen so. Ja. Ja, genau, darf ich jetzt auch reden? Nee, ich sag schon, was ich denke, keine Sorge. Okay. Das hat niemand gefragt. Okay, also okay. Wir sind am Ende unserer Sendung hier angekommen. Super professional. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Aber was jetzt? Hallo? Und wieder reinreden. Ich weiß, was sie sagen will. Ich weiß, was du sagen willst. Okay. Darf ich es gar nicht mehr sagen, darf oder? Darf ich sagen? Okay. Aktiviert die Glocke. Ah, nee. Darf ich raten? Ja, okay. Sie will unser Outro machen. Genau. Und Yannick, da Yannick unser Special Guest ist, darf er unser Outro machen. Du darfst uns was vorsingen, A Cappella. Halt, mal wollt ihr mich verarschen, ey. Ihr macht so viele Sachen, von denen ich gar nichts wusste. Hä? Doch. Mit Video. Hörst du unseren Podcast nicht zum Schluss? Bist doch. Okay, also, Yannick wird jetzt für uns eine Gesangseinlage einlegen. Also, sie hören jetzt Yannick Stutzenberger. Letzte Woche war es unfaithful, ne? Also die Woche davor, den von heute habe ich auch noch nicht gehört. Boah, was singe ich denn? Keine Ahnung. As It Was? Ach, As It Was ist scheiße zu singen, ey. Adele? Willst du was an Adele? Ich wünsche mir schon seit 5 Folgen know, Adele. If you hold me. Okay, warte kurz, ich will dich kurz anmoderieren. Also. Ich weiß nicht, was ich singen soll. Warte mal, das muss ich überlegen. Ich finde es echt schwer. Ich muss in den Reitersitz. In den dann Reiter kann man am besten. Okay. Ja, das hat mir willst, noch du noch auf, willst du noch ein bisschen hier Aufwärmübungen machen? Soll ich es halten? Nein, es war ein Spaß. Ich wollte gerade sagen, ich kann nichts halten. Hey, du singst immer so viel. Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt auf einmal singen soll. Wenn du das gesagt bekommst, bist Tame Impala, willst du da was singen? Ja, Digga, Tame Impala kannst du nicht singen. Ja, Beyoncé? Ja, Beyoncé. Komm, wir machen Beyoncé. Weil wir sind. Ich meine, das ist ja voll easy. Also. Nein. Angeline. Ja, das denke ich, okay. Okay, ein philippinischer Song von Yannick Stutzenberger, a.k.a. Li Yannick. Viel Spaß. Oh, ang galing, galing kong sumayaw.
Carling Kong Sumaya. Carling Kong Sumaya. Carling Kong Sumaya. Carling Kong Sumaya. Das singt Das war Toto Ibibo. Wir singen aber immer das Gleiche, ne? Ja. Oh, Ankerling, ne? Oder Ankerling? Ankerling? Angerling. Ja. Angerling. Garling Kong Sumaya. Garling Kong Sumaya. Garling Kong Sumaya. Amazing Song, ich liebe ihn. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.